mal wieder da, um euch einen Designvorschlag zu machen. Lasst euch von dem Gerumpel nicht stören. Unsere Bäckerei nebenan kriegt Ware, dann ist das manchmal ein bisschen lauter. So, ich habe jetzt schon Grundiergel aufgetragen und einmal das T3 Fiberglas Gel klar von Buschmann und habe die Schwitzschicht draufgelassen. Ich mache jetzt aber trotz alledem noch einen kleinen, also eine ganz dünne Schicht drauf, damit das Glitzer gleich schön härten kann. So. Und ich mache heute mit Purglitzer einmal so einen richtig geilen lila Ton und einen Schwarz. Ich finde die Kombi einfach total genial, aber dazu mache ich auch meine Twister Mini an, damit ich hier nicht so rumsaue. So, ich möchte gerne die Spitze schwarz. So, ich packe meine Hand da ein bisschen drüber. Und die andere Seite, die mache ich mit dem Lila. Schön immer von allen Seiten gucken, ob da auch wirklich genug drauf ist. Selber nochmal. Jo. So, jetzt einmal die Twister aus. So, das gefällt mir jetzt schon ganz gut. Ihr könnt das schön sehen, das funkelt und glitzert wie bekloppt. Dann nehmen wir uns noch einmal den Schaber und wischen einmal an den Rändern lang. Ich finde immer, mit Glitzer zu arbeiten, ist immer ein bisschen eine Sauerei, aber es sieht auch am geilsten aus. So, dann kommt meine kleine süße Lampe wieder zum Einsatz. Und das lasse ich dann für 60 Sekunden aushärten. Weil dann ist man bei 9 Watt, dieser 9 Watt Lampe immer auf der sicheren Seite. Und dann werde ich gleich meinen Aufbau auch mit dem T3 Fiberglas Gel machen. Ich mache Glitzer grundsätzlich unter den Aufbau, weil ich das einfach schöner finde. Da gibt es verschiedene Sachen, wie jeder das mag und macht. Ich finde das so aber die beste Variante. Also für mich habe ich das so gefunden. Und normalerweise nimmt man dann ein weiches Bürstchen, kann man den nehmen. Ich habe jetzt eher nur dieses harte, dieses übliche, was man so halt kennt. Ich finde bei Glitzer persönlich so ein Weichen besser, aber meiner hat den Geist aufgegeben. Ich habe mir jetzt gerade neu bestellt bei MPK. Da habe ich mir übrigens, das wird auch ein Video geben, das Fiberglas, Polystone Fiberglas Gel bestellt und einmal das IQ Gel. Weil ich so viel Gutes darüber gehört habe, dass ich jetzt gesagt habe, so, ich werde das jetzt auch testen. Natürlich berichte ich darüber. Ist ja ganz klar. So, jetzt modelliere ich mir meinen Aufbau. Denkt dran, bei Fiberglasgel braucht ihr nicht massenhaft. So, und da das auch in der Lampe, wenn ihr das zu dick arbeitet, wird das tierisch heiß. So. Wie ich gerade gesehen habe, habe ich hier ein bisschen wenig Glitzer. Das finde ich immer so gut, weil ich schneide ja auch immer meine Videos nicht. Dann nehme ich, ich streiche es jetzt einmal nochmal aus. Hier an den Seiten auch nochmal schön. Dann nehmt ihr euch einfach wieder ein bisschen Glitzer.
und mache das einfach nochmal nach hier hin. So. Wo halt noch ein bisschen was ist, da kommt noch was nach. So, da wird nochmal ordentlich geschaut. Vorne kann auch noch ein bisschen schwarz wieder hin. Also das könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. Ich bin da immer so ein bisschen, bin ja immer so sparsam vorne, vorher. Und dann macht man halt ein bisschen doppelt. Das ist jetzt nicht so wild. Finde ich. So. So, klopft das nochmal ab. Guckt nochmal ordentlich nach und lässt das dann nochmal, lasse ich dann unter meiner kleinen Lampe nochmal aushärten. So. Ihr seht ja, was ich jetzt an Glitzer verbraucht habe. Ihr könnt da ein Blatt Papier unterlegen oder irgendwas dem gleichen. Dann hättet ihr den ganzen Kram wesentlich nicht so verschwendet wie ich jetzt gerade. Nochmal anmachen die Mini. Die saugt das dann nämlich schön. Einfach mal so ein bisschen drüber geht weg. Und hat auch nichts am Handschuh. Das finde ich an der Mini ja immer total klasse. So, das Aushärten ist natürlich immer ein bisschen so ein Ding für sich. So, und ich habe schon Anfragen gekriegt für meinem vorigen Video, weil ich von der Lampe ja erzählt habe, die ich bei eBay bestellt hatte. Diese LED-UV-Lampe mit 24 Watt, die ja alle Gele aushärtet komplett. Da habe ich jetzt einen Link reingepackt. Ich hätte ja auch gleich einen Link reinpacken können, wo ich sie her habe. Aber ich war mal wieder nicht schlau genug. Ihr habt das bei der kleinen, LED-Lampe habt ihr leider manchmal das Problem, dass sie nicht alle Gele perfekt aushärtet, diese kleine 9 Watt Lampe. Da muss ich dann ab und zu doch nochmal auf meine UV umgreifen, weil meine neuen LED-Dinger ja nicht da sind. Deswegen kann das manchmal halt nicht richtig aushärten. Da müsst ihr halt gucken, welches Gel darunter funktioniert, unter der kleinen, ne? Und ja. Jetzt hätte ich noch mal ein bisschen durch und so, nun habe ich den Aufbau befeilt und so wie ich es gerne hätte. Und jetzt kommen wir mal wieder zum netten Stempeln. Ich werde mir jetzt einen schönen Stempel aussuchen. Und zwar habe ich mir schon Gedanken gemacht und ich nehme einmal die Mujo-Schablone Fashionista, und zwar die Nummer 7, habe ich mir ausgesucht, mit diesen geilen Mustern und dann einmal in Weiß. Und dazu würde ich meinen neuen Clear Jelly Stamper benutzen. Natürlich habe ich auch meine Fusselrolle wieder dabei, um die gleich erstmal abzufusseln. Jetzt müssen wir erstmal ein neues Blatt nehmen. So. Ja, wenn er denn wollen würde, können wir das machen, nicht wahr? So. Jetzt haben wir einmal das abgerubbelt und jetzt einmal drüber. Dann nehme ich mir eine Zellette. Ich habe hier einen tollen Tipp gekriegt von einer lieben Abonnentin. Die benutzt immer nur Aceton direkt. Jetzt werde ich das natürlich mal ausprobieren. So, ein bisschen drauf. Einmal das Motiv, was ich haben möchte, einmal abcleanern damit. So, dann nehmen wir einmal, ich möchte einmal diesen hier. Machen wir das einmal schön da drüber. Abziehen, Stempel aufnehmen, so machen, wie man das gerne haben möchte, und dann gucke ich genau durch. Und dann haben wir das Motiv auch schon auf dem Nagel. Ist auch super geworden, so wie ich mir das vorgestellt habe. Dann kann man sich halt noch überlegen, ob man irgendwie noch was anderes drauf machen, ein paar Pünktchen oder so.
Ja. Und dann wird das Ganze versiegelt. So, ich habe mich entschlossen, doch ein bisschen was anderes zu machen, sondern ich mache noch ein paar Pünktchen, also ein paar Pünktchen dazu, nehme mir da ein bisschen Stempellack dazu und mache mir ein paar Pünktchen noch hin. Ich muss mal ein bisschen zu mir schauen, damit es auch vernünftig aussieht nachher gleich. Weil ich finde, ja, ihr seht das, ich finde Pünktchen mega cool dazu. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und dasselbe mache ich noch hier oben hin. Ist auch nicht immer so einfach, sich zu entscheiden, in welche Richtung man möchte. Aber das. Also man kann da auch überhaupt nicht viel falsch machen. So, ich finde. Stell mal scharf, komm. Ja. Also ich finde, das ist total genial. Jetzt muss das kurz mal trocknen. Dann wird das versiegelt. Ich habe ja immer meinen Versiegler ohne Schutzschicht, das Brilliant Quick Finish von MPK. Bin ich auch total begeistert von. Ich habe schon bei vielen gelesen, dass das wohl nicht so gut funktionieren soll. Kann ich leider nicht bestätigen. Ich finde, der Glanz ist super und hält ewig. Und ich habe auch mit Absplittern und Kratzern absolut keine Probleme. Also, ich kann nur sagen, wenn das irgendwie nicht richtig aushält und sich zusammenzieht, dass es vielleicht an der Lampe liegen könnte. Das weiß ich aber nicht genau. Also da müsst ihr selber mal schauen. So, dann nehme ich jetzt erstmal meine Serviette weg. So. Also den Mittelfinger, ich hatte ja ein Video gemacht zu meinem kurzen Nagel, den werde ich auch noch lang machen. Sonst passt das ja überhaupt nicht mehr ins Gesamtbild. Ihr müsst halt aufpassen und schauen, ob das auch wirklich schon trocken ist. Nicht, dass ihr euch das da wieder lang zieht. Sei ja vor der Kamera, sowas zu machen, ist auch immer ein bisschen schwieriger, finde ich. So, dann wird das einmal schön versiegelt. Auch schön, und ich mache immer hier an den Seiten unterm Rand immer noch bei der Länge, damit euch da nichts absplittern kann. So, wenn ihr das gemacht habt, dann kommt das für 2 Minuten in die UV-Lampe, weil der härtet zwar auch unter LED, aber ich finde einfach, der Glanz ist nicht dasselbe. Auch wenn sich das irgendwie komisch anhört, er ist nicht top. So, dann kommt das einmal 2 Minuten in die Lampe und dann zeige ich euch.